Freunde. Hier ist Ayayan, Kung-Fu-Kampfkünstler und Produzent von der Webseite Master Your Own Way. Ich bin hier im wunderschönen Australien und das wird jetzt mein Video zum Thema Wutausbruch. Nein, nicht Wutausbruch, Mutausbruch. Ich hatte nämlich folgenden Mutausbruch, da ich zurzeit auch mit mir selbst im Wandel bin. Also wenn ihr mich sucht, ich bin zurzeit im Wandel und befinde mich im sogenannten Mutausbruch. Was ist überhaupt ein Mutausbruch? Ein Mutausbruch ist etwas für mich, wenn jemand seine Träume verwirklichen will und das einfach durchzieht. Egal was, komme was wolle, du ziehst es durch. Egal was andere dir sagen, du verfolgst deine Träume und ziehst sie durch, bis du sie erreicht hast. Selbst wenn es mal Niederschläge oder Rückschläge gibt, lass dich davon nicht aufhalten. Verfolge weiter deine Träume. Als ich habe eine Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann, war ich in der Ausbildung und in der Schule und da habe ich immer gesagt zu meinen Klassenkameraden, wenn sie gefragt haben, was ich nach der Ausbildung machen will. Ich habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte digitaler Nomade werden. Und mein Hobby zum Beruf machen. Mein Hobby ist Kampfsport und dazu habe ich meine Webseite gestartet mit den unterschiedlichsten und weltweit verschiedensten Kampfkünsten. Und nicht nur, wie man sie ausführt, sondern auch die Philosophie dahinter. Also was steckt dahinter im Kampfsport, im Mindset und im Herzen und Gefühle und Gedanken. Und wie kann man das Ganze umsetzen, dieses ganze Mindset? Und das Hauptsächliche, worum es geht, ist der Geist, wo man sich im Kampf überhaupt mit verteidigen kann. Wenn du schlechte Gedanken hast, kannst du dich auch nicht verteidigen. Du musst den Willen haben, dich durchzusetzen, positiv auch noch in die Zukunft zu blicken und weiterzumachen. Selbst wenn es hart auf hart kommt, mach weiter so. Kämpfe um deinen Traum. Ja, und als ich in der Schule war, in der Ausbildung, haben die mir zu meinem Traum gesagt, ach, das Jan, das kannst du doch nicht machen. Such dir doch lieber eine richtige Arbeit, wo du 40 Stunden die Woche arbeitest und verdienst immer sicheres Geld. Ja, kann ich auch verstehen. Egal, was die anderen Leute dir sagen, du darfst deine Träume dir nicht ausreden lassen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch recht. Das heißt, klar, auf der einen Seite wollen sie dich runterziehen, damit sie dich vielleicht nicht verlieren. Und denken vielleicht, weil sie es auch nicht geschafft haben, würdest du selbst oder ich es vielleicht auch nicht schaffen. Aber das muss dich ja nicht aufhalten. Du gehst deinen eigenen Weg. Und ich bin hier dabei, dir zu helfen, ihn zu meistern. Master your own way. Und ja, auf der einen Seite meinen sie es wirklich nur gut mit dir. Deine Eltern, deine Freunde, deine Klassenkameraden. Auch wenn sie dir sagen, mach lieber was Richtiges und mach lieber deinen Beruf, den du vielleicht gar nicht magst, aber du verdienst sicheres Geld. Aber das ist ja der Punkt dabei. Auf der einen Seite willst du deine Träume verwirklichen und auf der anderen Seite willst du deine Freunde und deine Eltern nicht enttäuschen. Aber es geht hier um dein Leben. Und wenn du deine Träume verwirklichen willst, dann musst du allen anderen zeigen, dass du es drauf hast, dass du es schaffst. Und selbst wenn du diesmal nicht drauf hörst, was andere dir sagen,
auch wenn sie es nur gut mit dir meinen. Es ist dein Leben, du musst deine Erfahrung machen. Und wenn du es dann geschafft hast, dann umso besser. Weil dann kannst du alle anderen überzeugen, dir dann zu folgen und auch weiterhin daran arbeiten, nicht nur deine eigenen Träume zu verwirklichen, sondern danach auch die von deinen Freunden und auch deinen Eltern stolz zu machen. Genau das ist das, was ich immer wollte. Meinen eigenen Weg gehen, anderen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen und dadurch andere Freunde, Familie und auch mich selbst vor allen Dingen stolz zu machen. Und das verwirklichen wir mit der Kraft der, von den Kampfkünsten und der inneren Stärke, Mindset, Herz, Gefühle. Ja, ich bin dann trotzdem nach der Ausbildung, bin dann direkt, wollte auswandern, direkt nach Thailand. Und das hat alles nicht so geklappt. Deshalb, du musst, selbst wenn du deinen Mutausbruch hast und sagst, du möchtest alles verwirklichen und alles geben, um deine Träume zu verwirklichen, ja, habe ich nichts dagegen. Ich habe die Erfahrung jetzt auch gemacht. Aber du musst alles richtig genau planen. Reise erst dann um die Welt, wenn du dein eigenes Geschäft schon richtig gut am Laufen hast und eine Arbeit hast. Oder geh gleich aufs Ganze, geh gleich drauf los, such dir sofort hier im Ausland eine Arbeit, online oder im Land selbst. Und wenn es halt nicht klappt, okay, meine Güte, aber dann hast du es wenigstens probiert, dann gehst du halt wieder nach Deutschland zurück, baust dir da erstmal wieder was auf und dann planst du nochmal besser und dann versuchst es nochmal. Aber geh dabei nur deinen eigenen Weg. Mach deine Erfahrungen, lerne daraus und werde stärker dadurch. Ja. Ja, dann bin ich nach Thailand. Da musste ich weiter meinen eigenen Weg gehen. Hab in Phuket einen Job angenommen. Hab da auch Muay Thai gemacht. Ein paar Bilder dazu folgen noch. Dann habe ich in Thailand auch Shaolin Wushu gemacht. Dasselbe, was ich auch in Deutschland mache. Bilder dazu folgen auch auf Instagram. Und danach, nachdem mir alles zu viel wurde, habe ich Urlaub von Thailand gebracht und bin jetzt hier im wunderschönen Australien. Bin hier gerade im Park mit meinem Hund. Und manchmal findet man hier auch Kängurus mitten im Park, die frei herumlaufen. Voll cool. Mal kurz einen Rundblick hier. Okay, hier ist Jan mit seinem Live-YouTube-Channel in Australien. Live, wo man nur hinschaut. Und was hast du so gerade entdeckt? Zum ersten Mal habe ich hier Kängurus gesehen. Ja, wow.
Kleine. Hallo? Jetzt schaut euch das an. Alle starren uns an. Aber guck mal hier, der war in der Muckibude. Und da hoppeln sie. Puh, ist das nice. They jumping around and they're very fast. Okay, ja. Rundblick. So. Das war also mein Thema zum Mutausbruch. Bleib dran, verwirkliche deine Träume. Kämpfe für deinen Traum. Aber plane, denke und handle richtig. Im nächsten Video folgen dann noch ein paar Übungen zum Emotionsabbau und wie man mit Gefühlen richtig umgeht im Leben. Freut euch auf die nächste Folge und meistere deinen eigenen Weg. Master your own way. Are you ready to fight for your dreams? Master your own way. The dream